Müssen wir überhaupt Agony machen? Nee, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich ist das nur so ein Komfortabilitätsding. Aber ich mach's trotzdem. Ich meine, es ist wichtig, es ist schön, es macht Spaß. Und warum sollen wir nicht einfach mal Agony machen? Das ist die Frage. Warum nicht Agony? Warum nicht einfach mal Agony machen? Das ist so eine lustige Geschichte eigentlich. Agony machen. Alle Leute wollen einfach Agony machen und ich gehöre dazu. Wir machen heute Agony. So. Ja, das ist auch... Ihr beiden Burschen hier, ne? Muss ich einfach nichts zu sagen. Ihr seid zwei Schlawiner. Zwei richtig ekelhafte Schlawiner. Dreiste Boys seid ihr. Och, Geld. Geil. Von dem Geld kaufen wir uns bald mal blaue Suppe hier. Das ist nämlich wichtig. Oder grüne zumindest. Ja, Lebensenergie ist jetzt nicht so unbedingt das Wichtige, ne? Aber was wichtig ist, ist Mana. Der einzige Raum, der mir wirklich Angst macht, ist der mit den Kettenhunden. Aber ansonsten gehen die alle. Glaube ich, alle. Ja, Misery Meyer, das hat noch ein paar schlimme, aber sonst... Wow. So, ihr braucht eigentlich zwei so Schwinger. Vielleicht kriege ich es ja hin, das ein bisschen intelligent zu machen hier. Ach komm, leck mich am Arm hier. Ich habe übrigens das Gefühl, der Hammer, der ist, glaube ich, so stark wie das rote Schwert, ne? Also das zweimal verstärkte. Ja. Ich habe aber den Hammer. Habe ich den Hammer? Ja, habe ich den Hammer, Hammer. Ja, haha. Oh, ich habe mein Soundboard nicht an. Das liegt einfach nur daran, weil ihr wahrscheinlich auch irgendwann genervt seid davon. Heute machen wir ohne. Heute ist ohne. Die Aufnahmesession heute ist ohne. Das heißt, dass die Gaudi nicht so hart brennt. Und es juckt mir den Fingern hier einfach mal die 5 zu drücken und das R-Horn zu bringen. Aber, Leute, manchmal muss man halt sich auch als Let's Player zurückhalten. Das ist wichtig. Oh ja. Ja, bitte. Dankeschön. Ich hätte übrigens irgendwann mal Bock, mal wieder das normale Zelda zu spielen. Einfach mal so, um zu wissen, wie es eigentlich gehen soll. Ohne 5 Schwerter im ersten Dungeon und all diesem Blödsinn. Guck mal, ich weiß doch noch nicht mal, wo es hier lang geht. Weiß ich halt nicht. Hab ich vergessen! Ich weiß das doch nicht! Und ich fand's einfach so schade, dass Simon von den Rocket Beans, der hat ja auch Legend of Zelda gemacht, aber irgendwann war der Safe kaputt und dann musste der den von Gregor nehmen. Und auf einmal hatte Simon nämlich viel mehr Herzteile und allem Zip und Zap. Leute, ich muss euch was zeigen hier. Pupsi. Sieht man nicht, ne? Warte mal, ich mach mal hell. Ja. Die hat gerade ein bisschen Stress, weil wir haben bei ihr umgebaut. Wir haben auch ein neues Laufrad, wie ihr sehen könnt. Und sie muss jetzt das Lager woanders hinbringen. Weil da, wo es vorher war, ist es jetzt irgendwie nicht mehr gut. Tja, jeder wie er möchte, ne? Jeder wie er möchte. Ah! Jetzt wird es hier langsam ein bisschen eng, was Leben angeht. Hier gibt es keine Kiste Plus, ne? Hier gibt es eigentlich nur Standardprogramm. Und dann war es das. Ach, was ist mit dem denn jetzt passiert? Der ist ja runtergefallen. Der hat einen Reifen verloren. Kennt ihr das Video? Richtig witzig. Warum ist eigentlich... Hier, die kannst du ja schieben, ne? Da passiert auch was, aber eigentlich auch nicht. Was ist da eigentlich los? Wenn da einer von euch Bescheid weiß, ne? Ich brauche die Infos. Bitte. Die Infos wären so geil. Wenn ihr mir die geben könntet, das wäre ja mega, ne? Darüber würde ich mich echt freuen. Das sind so die Infos, die das Leben verändern. Simpel. Nee, also Rocket Beans, geil, aber auch Simon, wie er das gemacht hat, richtig geil. Wurde auch teilweise ziemlich salzig, aber auch ein bisschen zurecht. Naja, aber ich würde einfach mal... Also ich finde das schade, dass er die ganzen Herzteile nicht selber suchen musste. Weil ich es gerne gesehen hätte. Ach, das ist so... Wenn ich selber Videos mache, dann denke ich mir, ja, das wird ja wahrscheinlich keinen jucken, ne? Wenn ich jetzt hier ein bisschen abkürze oder was auch immer... Na, aber eigentlich ist das genau der falsche Weg.
Normalerweise sollte man sich da ein bisschen unter Druck setzen. Und so viel und so gut wie möglich machen. Eigentlich. Eigentlich. Aber da das bei mir niemals der Fall sein wird, fasse ich so Spiele wie Dark Souls zum Beispiel auch gar nicht mehr an. Wo man wirklich alles wirtschaftlich machen muss. Oder man kriegt halt Herber auf die Fresse. Das geht auch. Pupsi, bist du da immer noch unten drunter? Warte mal. Ja, das ist dann gut. Wenn ihr gleich Glück habt, dann kommt die vorbei und dann könnt ihr mal ihre richtig dicken Backen angucken. Also die sind anderthalb voll. War hier für die Jungs was? Nee, ne? Da brauche ich nichts. Aber hier brauche ich, glaube ich, was. Oh, ich werde so von Aghanim gefletscht gleich, bin mir sicher. Wäre ja nicht das erste Mal, dass es passiert, ne? Das wäre ja nicht das erste Mal, dass es passiert. Ich meine, im Livestream ist es auch schon mal passiert. Oder als Let's Play, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist schon mal einmal Aghanim, der eine Aghanim-Tod ist schon gekommen. Ist wahrscheinlich, ja, man kann drüber diskutieren, aber ich glaube, das ist eigentlich der einfachste Boss im ganzen Spiel. Und Maddie verkackt gegen ihn. Maddie verkackt. Tja. Tja. Raus. Und ich komm mit. Moin. Wie soll das eigentlich gehen, wenn man ohne Schwert spielt? Ich weiß, es geht auch, aber... Ich weiß nicht wie. Soll ich mal versuchen, hier... das hier zu machen? Ich weiß nicht, wie man das... wie sich teilt. Ja, guck mal, das hat geklappt. Nein, wie soll man denn da durch den Vorhang kommen? Ich glaube, das haben die da geändert. Dass man da definitiv immer durch den Vorhang kommt. Das wäre geil. Hashtag immer durch den Vorhang. Okay, das ist ein Fake. Nein. Oh, Leute, gutes Pattern. 4 von 4. Und jetzt der Blitz. Tja. Da gibt es Schlimmeres, Leute. Da gibt es definitiv Schlimmeres. Da haben wir auch schon Schlimmeres erlebt hier an der Stelle. Jawoll. 5. Oh. Da haben auch viele Speedrunner, viele Streamer und. Haben richtigen Mist erlebt hier an der Stelle bei ihm. Ja, jetzt kommen sie nämlich. Jetzt kommen die alle. Jetzt kommen seine kleinen Knüdelchen hier. Oh, und wenn ich mal die Chance habe, knalle ich auch noch daneben. Tja. Tja. Das war ja bei Ocarina of Time so ultra hektisch, ne? Dieser Fight. Mit dem Hin- und Herschmeißen. Das ging ja nicht nur einmal, sondern irgendwie 20 Mal hintereinander. Bung, 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 bung. Yes! Ich habe ja schon mal gefragt, was passiert, wenn du hier die Mondperle nicht hast? Man weiß es nicht, ne? Hat auch noch nie jemand versucht. Hat noch nie jemand versucht. Dilly. Dark Palace. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Der hat keinen Bock drauf gehabt. Hä? Ich aber auch nicht. Also, wir haben schon die goldenen Handschuhe. Wir haben schon mehrfach hier Dungeons erledigt. Aber es fehlen einfach mal so ein paar eklatante Sachen hier auch, ne? Ich meine, ja gut, es gibt ein paar Dungeons, die wir schon schaffen würden. Zum Beispiel... Misery Mire. Misery Mire würden wir schon schaffen. Und ich glaube, da müssen wir auch bald hin. Die Frage für mich jetzt, ist das ein Pendant Dungeon? Nein. Nein, es ist kein Pendant Dungeon, es ist ein... Wie nennt man es? Crystal Dungeon? Crystal Meth Dungeon? Ja, auf jeden Fall ist es das. Ich weiß auch nicht mehr, wo die Flipper waren. Irgendwo gab es die. Irgendwo hatten wir die schon gesehen. Aber ich weiß nicht mehr wo. Die Flippers. Die sind jetzt auf Tournee, ne? Ne, sind sie nicht. Wäre natürlich geil, wenn er die jetzt hätte, ne? Komm, gib mir Flippers, Digga, gib mir. Nee. Da ist er sich ein bisschen zu schade, ne? Aber ist okay. Ich merke mir das. Haben wir schon mal King Sora? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube ja, bin mir nicht sicher. Ich sage einfach mal ja und er hatte irgendwie 20 Rubine oder so ein Schwachsinn. Hat er ja immer.
darauf läuft es bei ihm ja immer hinaus. So, was ist denn mit der Pups? Ist sie da immer noch in der Ecke? Warte mal. Bei ihr ist alles gut. Bei ihr ist alles gut. Das macht Spaß. Wenn man so ein gutes Leben hat wie so ein Hamster, ne, da hat man es einfach geschafft. Guck mal, ich kann hier an der Steinkerne rumziehen. Da war sie gerade. Habt ihr gesehen, wie vollgefressen die war? Kann ich eigentlich da rein ohne Flipper? Weiß ich gerade nicht. Oh. Ja, kann ich. Ja. Ist sogar schon offen. Oh, wunderbar. Also theoretisch könnte ich ihn nicht machen, ne? Aber ich mache ihn trotzdem. Es sei denn, das Spiel will, dass ich hier so ein bisschen um die Ecke denke. Keine Ahnung. Was wir auch machen können, ist Ice Palace, ne? Also Swamp Palace oder wie auch immer das Ding heißen mag. Keine Ahnung. Vielleicht heißt das ja auch Lushen Palace. Das können wir theoretisch auch machen. Hier ist natürlich wieder so belastend, dass wir alle von den Viechern... Hallo! Der will einfach auch nicht locker lassen hier, ne? Also es gibt, glaube ich, keinen Dungeon, wo ich so hart auf die Fresse kriege wie Misery Meyer, ne? Ich krieg da immer auf die Fresse. Jedes Mal. So, wo ist denn jetzt der letzte Eierkopf hier? Er da unten immer weiter schießen, schießen, schießen. Ne? Der kennt da einfach nichts. Der weiß gar nicht, wofür er überhaupt lebt. Ne? Aber trotzdem, ballern, ballern, ballern. Einfach nur ballern. Das interessiert den nicht. Gegen wen? Für wen? Mit wem? Ohne wen? Es interessiert den alles nicht. Der ballert einfach nur. Immer nur schießen. Wenn er schießen kann, ist er glücklich. So, apropos schießen und glücklich sein. Da ist nochmal so einer. Der ist auch glücklich, wenn er schießen kann. Okay, hier haben wir einen Key. Key, Key, Key. Moin, ich habe noch nicht den Birnerstab, ne? Ja, schade auch. Ja gut, das bedeutet, dann muss ich das alles mit dem Cape hier machen. Problematisch beim Cape ist es, glaube ich, ein bisschen intensiver, was den Mana-Verbrauch angeht. Vom Mana-Verbrauch her ist das intensiver. Ja. Ist halt, ne? So, wieder rauf. Nee. Ich wollte doch da links hin. Da kann man doch bestimmt eine Fee abgreifen. Kann man doch immer. Habe ich eigentlich Pulver? Nee, ne? Doch, habe ich. Geil. Benutze ich. Da kann ich vielleicht keine Fee abgreifen, aber zumindest ein Herzchen. Jawohl. Schaut euch das mal an. Okay, bevor wir jetzt wieder in OD-Modus fahren, hau ich das Ding noch um. Ja, man muss auch hier immer überlegen, was ist denn sinnvoller? Magiepunkte oder Herzen, ne? Weil, wenn du Herzen zu wenig hast, dann kannst du sagen, ja, ja, spiel einfach mal besser. Und dann wird das irgendwie, ne? Aber wenn du Magiepunkte zu wenig hast, die kannst du ja einfach nicht aus dem Blauen wieder auffüllen. Das funktioniert leider nicht so. Schade auch, ne? Okay. In diesem Dungeon arbeitet man eigentlich nur auf diesen Kristall hin. Und jetzt macht man den einfach nochmal. Darauf läuft so immer hinaus. Jedes Mal. Jedes verdammte Mal ist es genauso. Die Frequenz, in der die schießen, ist auch nicht von dieser Welt. Du bist nicht von dieser Welt. War das nicht auch so Xavier? Nein. Ich glaube ja. Tick, 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 tick. Ah, nee. Das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt hier nicht die Stacheln anpustern. Ich wollte hier sowas machen. Pustern. Hier ist auch falsch, Leute. Oh, die war ja wieder da, diese komische... Was ist das eigentlich? So ein Olivenstachel. Ich sage ja immer irgendwas mit Oliven. Das ist was mit Oliven, Leute. Das hat unbedingt was mit Oliven zu tun. Und da wird auch immer diskutiert, was das sein soll, ne? Aber das ist Quatsch. So... Master Key, oh yes. Okay, für den Master Key, das wissen vielleicht nur die allerbesten, da brauchen wir Enterhaken. Nicht für den Master Key, sondern für die große Schatzküste. Was laber ich denn wieder den ganzen Tag hier? Was labert denn?
hier einfach mal da oben. Ich kann mir auch bei Misery Maya einfach gar nichts merken, ne? Das ist so die Problematik, die ich so habe in diesem Level. Ich kann mich an nichts erinnern, was hier so passiert. An gar nichts. Ich kenne mich ja zwar mit den Gegnern hier aus, ich weiß, was sie so machen, aber ich weiß nicht, wo die Kisten sind. Ich weiß nicht, wie ich hier am besten durchkomme. Und rein tendenziell sterbe ich mindestens einmal in Misery Maya. Jedes Mal. Jedes verdammte Mal. So, jetzt sind wir wieder hier. Das ist in Ordnung. Ah, sag ich doch, ich sterbe mindestens einmal. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob die Schalter immer noch aktiviert sind. Weil wenn nicht, müssen wir schauen. Und wenn mir einer schreibt, Maddie, hol dir doch eine Fee, ne? Ich schwöre es dir. Du willst nicht wissen, wie sauer ich dann werde. Apropos nicht sauer werden. Ich mache jetzt Swamp Palace. Mir ist halt hier ein bisschen zu bunt, ehrlich gesagt. Und vor allen Dingen ist es mir dann zu bunt, wenn ich keinen Enterhaken habe, weil das bringt ja dann überhaupt nichts. Da schieße ich mir doch ins eigene Knie. Und damit komme ich nicht weit. Ich hatte bestimmt die Flipper irgendwo schon gesehen. Beziehungsweise, ja, dass ich die Flipper schon mal gesehen habe. Aber ich kann mich jetzt auch legit nicht mehr dran erinnern, wo. Deswegen machen wir jetzt hier die Nummer 8. Und gönnen uns mal schön diesen Dungeon hier. Der macht ja Spaß, ne? Flipper. Oh ja. Ja, haben wir schon gemacht. Siehst du, haben alles schon gemacht. Wir können den Dungeon gar nicht machen, wir können ja gar nicht schwimmen, weil wir die Flipper brauchen. Ich rede über die Flipper, aber komme natürlich nicht drauf, dass man die braucht, um in den Dungeon zu kommen. Ja, geiler Scheiß. So, wo kann man denn noch hin? Wo kann man denn noch hin? Hä? Ja, da oben. Ja. Okay. Nee, nee, ist okay. Ist okay. Nee, also bevor ich das mache, brauche ich unbedingt noch zwei blaue Tränke. Das meine ich ohne. Das geht leider nicht ohne. Nee, das mache ich einfach nicht, Leute. Da ist mir auch meine eigene Gesundheit ein bisschen zu wichtig. So, was haben wir hier alles? Ja, ich glaube, ein blauer mindestens ist drin. Ich glaube, den kann ich auch gleich nehmen, ne? Der macht ja auch nicht alles voll. Glücklicherweise macht das nicht. Wurbacker, no, I'm the Mantis. So, der Schwachsinn hier, der kann auch mal weg. Ah, jetzt habe ich nicht genug. Ach, komm. Ach, komm doch. Ja, für ein halbes Herz kaufe ich jetzt eine blaue Plörre. Mhm. Aber eigentlich reicht. Ich glaube, im schweren Randomizer ist es auch so, dass man weniger Flaschen kriegt. Bin mir jetzt gerade unsicher, aber naja. Dann schauen wir uns dann doch mal diese Geschichte da oben an. Gehen mal den Turtle Rock ralunieren. Spielen. Niemand mag Turtle Rock. Oh. Vor allem so casual ist ja richtig schlimm. Bei anderen Leuten. Guck mal, das ist auch so. Das ist so typisch Nintendo wieder, ne? Du siehst ja direkt, dass dieser Stein eigentlich in der Luft ist, ne? Aber der kriegt dich trotzdem. Da gibt's jetzt, da zählen wir nicht bis 5, der kriegt dich trotzdem. Der kriegt dich. Guck mal, wie die Angst haben. Nur weil ich mein Schwert hier aufgestellt habe. Nur weil ich das Schwert hier aufgestellt habe, haben die Jungs hier wieder Angst. Aber ohne mich, Leute. Ohne mich. Und Spiky Cave mache ich erst, wenn ich meinen Birnerstab habe. Das mache ich auch so nicht, nö. Das ist mir dann auch irgendwie ein bisschen zu blöd. Ich könnte das ja theoretisch machen, aber dafür bräuchte ich ja Unmengen an Energie. Und Magiepunkten. Und dass man die Viecher mit dem Hammer nicht kaputt kriegt, ne? Ich finde, das sollte eigentlich auch unter Strafe gestellt werden. Hilfe! Okay. Jedes Mal, wenn Maddie so 2 Sekunden lang nichts sagt, dann kannst du davon ausgehen, dass er die Melodie ein bisschen mitsingt. Rechts, oben, links. Yeah. Auf geht's. Der da, ne? Bombos. Oh.
Bombos. Leute, Bombos, haben wir gezogen? Nächstes Mal gibt's Turtle Rock, oder was? Und ich hoffe mal, der Turtle Rock hat was für uns. Der Turtle Rock muss einfach was für uns haben. Weil wenn nicht, ist das auch relativ schwierig. Wir brauchen irgendwo die Pfeile, ne? Die Pfeile brauchen wir, weil sonst wäre das hier auch ein bisschen ungemütlich. Turtle Rock hat was für uns. Bis morgen.